Morgens um 12 irgendwo in Berlin. Mensch, Lenny, da bist du ja, alter Mann. Mann, Mord. Nicht so laut, Alter. Am besten machst du auch gleich wieder die Fliege. Hey, Lenny, aus der Fliegennummer bin ich ja schon lange raus. Ey, ich imitiere keine Bienen oder Fliegen mehr, seitdem Frau Müller von nebenan den Schädlingsbekämpfer geholt hat. Oh, boah. Um meine Bude auszuräuchern. Weil sie dachte, wir haben ein Bienennest dort. Mann, Mord, das meine ich doch gar nicht. Ich meine, hau ab, Mann. Hau ab. Ich meine, ich bin froh, dass ich dich nach 8 Wochen endlich gefunden habe. Apropos gefunden, wo warst du denn so lange? Na, jedenfalls nicht in Berlin. Ich war überall, wo ich dachte, Mann, da könnte ich dich doch antreffen. Sogar in der Biomülltonne von Ines Bioladen in der 13. Ich sagte doch, ich war absolut nicht in Berlin. Weder in einer Biotonne noch sonst wo. Lass mich raten, ey, du warst wieder in Spreewald mit Howard Spreewaldkuren gejagt. Oh Mann, Mord, ich war auch nicht dort. Ich war in Bayern, auf Kur. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich wäre da glatt mitgekommen. Boah, ich glaube, wir hätten den Spaß unseres Lebens gehabt. Wir hätten den ganzen Kurort in Grund und Boden gesoffen. Und genau das war der Grund, warum du nicht mit warst, Mord. Meine Ärztin meinte, ich soll ganz ohne Freunde und Bekannte dahin, um endlich runterzukommen vom Alk. Dort würde meine Leber total verbrennen. Du willst also aufhören mit Trinken? Ich habe aufgehört und seitdem geht's mir besser. Ich nehme meine Umwelt ganz anders wahr. Seit 3 Wochen habe ich endlich wieder festen Stuhl und mit der Potenz, dort scheint auch wieder zu werden. Das mit der Potenz, das solltest du mal absolutens nicht auf den Alk schieben, sondern eher auf deine täglichen Besuche bei McDonald's. Und jedes Mal holst du dir hier das Big Mac Menü mit Pommes und danach noch 3 Cheese und 3 Chicken Burger. Alter, ich war dabei. Jetzt wo du sagst, ich fahre auch schon seit 8 Wochen nicht mehr bei McDonald's. Könnte hinhauen. Und das mit dem Welt anders sehen, hey, das liegt sicher auch nur an deiner neuen Brille. Ja, hey, stimmt. Scheiße, also war ich 8 Wochen ohne Alk. Und das völlig sinnlos. Das Einzige, was dir dort gebracht hat, mit dem kein Alk mehr, ist der ultimative Durchblick. Scheiß auf den Durchblick. Ich brauch Bier. Hier hast du ein Blöbräu, Alter. Super, Moat. Dass ich dich als Kumpel hab. So ist das eben. Freunde für immer. Aber du, Lenny, wieso so wolltest denn du, dass ich abhau? Ach, die Tante vom Kurs meinte, hier würde ich mich immer wieder zum Alk verführen, sodass ich weitersaufe. Glaub, die Alte, die braucht selber mal was. Mann. Freunde reden dir den Alk wieder ein? Ich glaub's ja nicht, ey. Die Alte, die braucht echt eine Kur für sich selber. Mal so eine eigene Anti-Alk-Kur oder sowas, damit die mal wieder klar sieht. Das glaube ich auch, ey. Die hat so Sachen reingehauen. Ich würde nicht ohne Alk leben können und bla. Die hat echt eine Schraube locker. Hast doch gezeigt, dass du 8 Wochen ohne Alk kannst. Freunde reden dir den Alk ein und ohne Alk kannst du nicht leben. Pah, ey, die sind echt krass. Die ist voll krank drauf. Ich an deiner Stelle würde mir jetzt hier noch eine 0,7er Jäger reinhauen, damit man wieder auf ein normales Level kommt. Und dann ist das doch eigentlich wieder alles klar, ne? Jetzt geht's mir gleich wieder besser. Du bist ein echter, wahrer Freund. Aber Mord, du, ich muss dir da noch was sagen. Ja, warte, Lenny, ist es was Wichtiges oder würdest du ja sagen, das ist nicht so wichtig? Naja, ich weiß nicht so genau. Naja, sagen wir mal so, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei die 10 für extrem wichtig steht und die 1 für total unwichtig steht, wie würdest du das irgendwie einordnen? Ja, ich würde sagen so 4,5. Ja, genau, 4,5. Ach Mann, Lenny, so kann ich nicht arbeiten, ich brauche ganze Zahlen. Ich wusste ja gar nicht, dass du arbeitest, Mord. Ich arbeite ja auch nicht. Ich erstelle gerade eine Erhebung. Hehe, Moat. Ich habe ab und an auch eine Erhebung. So genau wollte ich das auch nicht wissen, denn hier. Aber mal zurück zur Sache. Wie wichtig ist deine Frage? Also ich würde sagen, mein Anliegen ist 5. Also dann raus damit. Ich notiere mir das mal. Also du weißt doch, damals die Sache mit dem Bäcker. Ja, der Typ, den du damals auf der Straße getroffen hast. Was ist denn mit dem? Ist der Millionär geworden? Na, nicht ganz, aber der hat gestern bei Wer wird Millionär gut abgeräumt und ich glaube, der spendiert heute Semmeln. Das heißt Schrippen, Lenny, nicht Semmeln. Mann, Lenny, wie lange wohnst du eigentlich schon in Berlin hier? Ich sag nie wieder Schrippen, Alter. Weißt du, was damals rauskam? Gysi hat das am Handy nicht richtig verstanden. Die dachte, wir gehen strippen. Ach ja, stimmt, Mann. Das war nicht so toll. Als Caro das gehört hat, da war die absolut nicht begeistert und seitdem redete die kein Wort mehr mit mir. Ah, das liegt aber doch eher daran, dass sie zum Buddhismus gewechselt ist und sie ein Schweigegelübde abgelegt hat. Hast ja recht, die ist auch noch zum Buddhismus gewechselt, stimmt. Du Mord, sag mal. Stopp, Lenny, wie wichtig ist die Frage? Ich würde sagen zwischen 1 und 10. Also, ich würde sagen 8. Na dann raus damit, ich notiere mir das mal. Okay, Moat, dann sag mir mal, wie verständigt ihr euch jetzt eigentlich? Ich meine, wenn sie nichts sagt, ich stelle mir das absolut nicht so lustig vor. Naja, sagen wir mal so, sie kann gut Zeichensprache, ansonsten ist sie sehr still geworden. Stimmt schon, hat aber auch seine Vorteile.
Ja, versteh ich schon. So, Mann, Mord, guck mal da die Schlange. Wir sind nicht die Einzigen. Ja, konnte ich mir schon denken, dass wir nicht die Ersten sind. Der hat das ja auch bei Wer wird Millionär extra in der Kamera gesagt. Und da wir nicht die Einzigen sind, die das klotzen, haben wir wohl irgendwie voll den Zonk gezogen, ne? Naja, der beweist ja nur, dass wir nicht allein sind. Und ich habe auch keinen Bock, hier 3 Stunden zu warten. Na, ich auch nicht. Also, was hältst du denn von der Schenke? Geile Idee, aber Mord, meine Frage. Moment, Lenny. Wie wichtig ist deine Frage auf einer Skala von 1 bis 10? Wobei die 10 für extrem wichtig steht und die 1 eher so für unwichtig. Sagen wir mal 9. Na, dann frag mal, ich notiere mir die Frage. Bezahlst du heute? Hey, Gegenfrage, Lenny. Moment. Wie wichtig ist die Frage auf deiner Skala von 1 bis 10? Oh, Lenny, leck mich. Das kommt auf der Skala nicht vor. Hey, Blitzmerker. Merkt man gleich, dass ich fast studiert habe. Ganz genau, ganz genau.